Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wir haben letztes Mal schon angefangen und zwar haben wir uns da den A250e auf der Bühne angeguckt. Und da euch das so gut gefallen hat, haben wir uns gedacht, wir machen heute mal was mit dem GLE350DE. Da haben sich ja auch einige gewünscht. Und wenn ihr noch mal einen Wunsch habt, was für ein Auto wir mal auf die Bühne nehmen sollen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn wir das weitermachen sollen mit diesen Autos auf der Bühne, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Denn dann wissen wir auch, dass euch das gefällt und wir das direkt weitermachen können. Damit wir heute wieder den perfekten Durchblick haben, habe ich wieder Leon mitgebracht. Moin. Moin Leon. Moin. Bist du top vorbereitet? Ich bin, ja, ich glaube top vorbereitet. Ich habe wieder ein bisschen was rausgesucht. Ja. Spannende Themen. Ja, und das können wir am besten eigentlich auf der Bühne gucken. Ja, sauber. Haben wir vorher noch was Wichtiges, was wir beachten müssen beim Hybrid? Oder wo du sagst, das ist noch ein Punkt, wo wir können ja wieder so einen Rundgang machen. Ja, gerne. Tatsächlich ist hier nicht viel dran zu sehen, sag ich mal. Wie von vorne. E-Kennzeichen höchstens. Ja. Sonst würde ich sagen, haben wir wieder die typische EQ-Plakette hier an der Seite, die halt alle Mercedes-Modelle. Von der EQ, also die Plug-in-Hybride sind ja, genau, die heißen ja EQ Power, ne? Ja, genau. Ja. Die haben. Sonst wieder das gleiche Spiel, wenn wir mal ein Stückchen zurückgehen, fällt das eigentlich gar nicht so auf, aber wir sind 2 Zentimeter höher als normaler GLE 350D. Hat wieder was mit Sicherheit zu tun, weil wir ja schwerer sind und Hochvoltkomponenten mit am Fahrzeug haben. Sind wieder ein Stückchen höher, sind nur 2 Zentimeter, fällt glaube ich jetzt nicht so auf, aber ich finde bei einem Geländewagen sieht das jetzt nicht schlecht aus. Ich wollte gerade sagen, für ein GLE ist das ja ganz gut. Ja. Also du vergleichst jetzt immer den GLE 350DE mit dem GLE 350D. Genau. Okay, ja, alles klar. Damit man so ein bisschen was zu vergleichen hat, sag ich mal. Ja, okay. Sonst hier wieder die große Tankklappe. Aber diesmal für den Strom, nicht für den Kraftstoff. Wieder mit den 2 Ladeanschlüssen. Einmal den 3-phasigen Wechselstrom, weil auch hier, das hat er jetzt auch, den Gleichstrom kann er laden. Und da können wir mit, nur kurz zur Info, ich weiß gar nicht, da weißt du wahrscheinlich auch, wir können AC können mit 7,4 kW maximal laden. Ja, genau. Und DC, glaube ich, 60, nee, doch DC 60 kW, ne? Ja, bis zu, ja, genau. Okay. Je nachdem, was auch immer die Ladesäule hergibt. Und dann sind wir, ich glaube, Daimler oder Mercedes sagt, ich glaube, von 20 Minuten von 10% auf 80%. Genau, dieses State of Charge, bist du, wenn du DC-Lader hast, bist du echt unter einer halben Stunde hast du das Auto fast vollgeladen. Ja. Ja. Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter rum. Heckbereich. Wie gesagt, ist nicht viel zu sehen. Der Schriftzug hier GLE 350DE. Da ist das E halt besonders. Ja. Sonst wieder das E-Kennzeichen. Aber den Kofferraum hatten wir ja gesagt, ist eigentlich auch gleich geblieben, ne? Ja, wenn man also so den Kofferraum aufmacht, ist das eigentlich gleich, ja. Außer der zweite Boden. Genau. Hier ist ja normalerweise so eine Klappe, die man aufziehen kann, um irgendwie kleinere Sachen zu verstauen. Das hat er jetzt nicht. Hier fehlt die komplette Klappe. Und wenn man sich das mal hier anguckt, die ganze Fläche, hier drunter sitzt dann die Hochvoltbatterie, die wir dann zum elektrischen Fahren brauchen. Das sehen wir gleich mal von unten, wo die dann genau sitzt. Oder können Sie gar nicht sehen? Ja, ist schwierig zu sehen, aber ich kann euch ungefähr zeigen, wo das sitzt. Okay. Und diese Abdeckung hier, das kriegt man auch nicht raus. Das ist halt dazu da, dass gegen unbefugten Zugriff und sowas, dass da nicht jemand Blödsinn macht, sage ich mal. Dass man gar nicht jetzt auf die Idee kommt, da wirklich drunter zu schauen, oder? Ja, genau. Sonst hier hätten wir noch eine Klappe, da ist aber nicht viel hinter, da ist nur so ein paar Kabelzeug, sage ich mal. Verbandskasten oder was? Ja, warten wir hier. Ein bisschen Warndreieck und sowas. Und auf der anderen Seite hätten wir normalerweise auch eine Klappe quasi, wo wir vielleicht ein paar kleine Sachen untersteuern können. Aber da sitzen jetzt die beiden DC- und AC-Lader, die wir dann für das Laden der Hochvoltbatterie brauchen. Okay, macht ja auch Sinn. Die Steckdose ist ja direkt dahinter. Ja, genau. Dann ist es ja eigentlich relativ schlau verstaut. Ja. Ist ein bisschen anders angeordnet als bei dem A250e, was wir hatten. Stimmt, beim A250e-Laden saßen die Lader unter der Sitzbank, ne? Oder im Kofferraum? Nee, im Kofferraum quasi. Das war nämlich der Grund, warum wir einen kleinen Kofferraum hatten. Die Hofer-Batterie saß unter der So war es auch. Genau. Ja. Und dann schmeißen wir das hier mal wieder zusammen. Ist das mit dem Auspuff hier genauso komplex wie bei deinem A250e? Obwohl, nee, das gucken wir uns gleich mal an. Da sagen wir es mal nichts. Können wir gleich mal angucken. Weil ihr kriegt den Ding jetzt hier gerade nicht zu. So. Ja, macht weg. Klappe wieder zu. Ja, wenn wir weiter rumgehen, ist nicht viel zu sehen. Jetzt haben wir den normalen Tankdeckel für unseren Kraftstoff, für unseren Diesel. Wieder die EQ-Plakette am Kotflügel. Aber sonst ist das äußerlich nicht sehr
Kein großer Unterschied. Kein großer Unterschied, ja. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mal direkt mit dem Wagen und fahren auf die Bühne. Und ich glaube, das ist noch interessanter, als das wir jetzt erstmal angeguckt haben. Ja. Und ich will auch unbedingt wissen, wo der Auspuff sitzt, weil, egal. Vielleicht sitzt er wirklich wieder in der Mitte, oder? Ich weiß nicht, wir können ja gleich mal gucken. Alles klar. Helene hat das Auto schon mal auf die Bühne gefahren, Haube ist auf. Und ja, ich würde sagen, jetzt ist es deine Bühne. Ich hoffe, ich darf zwischendurch ein paar Fragen stellen. Ja, natürlich. Aber wir können ein bisschen, bist du der Fachmann. Ja, wir können ein bisschen mal was gucken jetzt hier. Ja. Was auffällt, nicht viel, ehrlich gesagt. Ne? Nö, tatsächlich sieht es aus wie ein normaler Verbrenner, ne? Ja. Mit viel Platz im Motorraum. Das stimmt, wir haben noch hier ordentlich Platz. Es sieht ein bisschen, als wir den 250e gemacht haben, ein bisschen anders aus hier. Die ganze E-Technik sitzt weiter unterm Auto. Okay. Das können wir gleich besser sehen, wenn wir den hochfahren. Wir haben hier unseren normalen Verbrenner. 2 Liter Diesel, ist der 654er Motor. Das sind 4 Zylinder. Wenn wir jetzt den GLE 350D vergleichsweise nehmen, hätten wir einen 6-Zylinder. Ja. Quasi 2 Zylinder mehr. Deswegen haben wir ein bisschen Platz hier, weil der normalerweise halt für größere Motoren gebaut ist. Aber trotzdem kommen wir mit diesem 2 Liter Dieselmotor und dem Elektromotor auf gesamt 320 PS. Was also für so ein großes. Mehr als beim 350. Das hat ja 285 oder 258. Ja, so um den Dreh. Ja. Aber für so ein Auto ist das deutlich ausreichend. Ja. Von daher muss man nicht immer den dicksten Motor haben. Auf jeden Fall, was wir hier im Motorraum mit sehen, ist zum Beispiel den Ladeanschluss für die 12-Volt-Batterie. Okay, also da sitzt die 12-Volt-Batterie dann? Nee, die sitzt nicht da. Die sitzt unter dem Beifahrersitz. Das ist nämlich hier, wie bei jedem Auto ist was anders angeordnet. Ja. Aber hier haben wir quasi so eine Schnellladestation in dem Sinne. Überbrücken und dann, oder? Ja, genau, hier können wir einfach unsere 12-Volt-Batterie laden. Wenn wir zum Beispiel in der Werkstatt Diagnosearbeiten haben oder so, können wir halt hier schön die 12-Volt-Batterie laden, damit wir nicht extra an den Fußraum müssen. Ah, okay. Und sonst ist hier nicht viel zu sehen eigentlich. Unser Kühlmittel-Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser. Und sonst ist das hier der ganze Motor an sich. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen, weil wir mehr so auf dem elektrischen Interesse sind. Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage zur Batterie. Mhm. Es kam ja oftmals die Frage auf, wo ich auch weiß, okay, das Auto hat auf jeden Fall eine 12-Volt-Batterie. Mhm. Aber wofür brauchen wir die bei dem? Oder, also ich meine, wir haben ja eigentlich eine riesen Batterie im Auto. Wofür brauchen wir denn noch die 12-Volt-Batterie? Ja, die 12-Volt-Batterie ist dazu da, dass wir ja in der Hochvolt-Batterie haben ja rundweg 400 Volt. Und diese 400 Volt wären für die ganzen Verbraucher im Innenraum, zum Beispiel die Lüftung oder irgendwelche Steuergeräte, wäre viel zu hoch. Die würden direkt kaputt gehen. Und dafür müsste man auch dickere Kabel haben, und damit wir überhaupt diese 400 Volt dann übertragen können. Deswegen haben wir quasi eine 12-Volt-Batterie als Puffer, die auch dazu da ist, dass wir die Startfreigabe von dem Hochvoltsystem kriegen können. Weil wenn wir nicht diese 12-Volt-Batterie hätten, würde das Auto gar nicht anspringen. Ah, okay. Also es wäre quasi wie bei einem normalen Verbrenner. Also wenn die leer ist, müssen wir tatsächlich überbrücken? Genau. Ah, cool. Weil wir dann nicht, diese 12 Volt haben, die wir brauchen für Steuergeräte, um die Startfreigabe von dem Hochvoltsystem zu haben. Und deswegen ist das halt essentiell, dass wir diese 12-Volt-Batterie haben. Ja. Gut, macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn die Batterie leer ist, die Hochvoltbatterie leer ist, dann springt das Auto trotzdem an. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, okay. Aber bei einem vollelektrischen wäre dann auch noch die Batterie dann vorhanden? Ja, die wäre auch noch vorhanden. Okay, alles klar. Da war auch eine Frage, dass man quasi Spannungswandler verbaut. Das stimmt auch. Aber wir haben trotzdem diese 12-Volt-Batterie, weil wir quasi dann so einen Puffer haben. Und weil wir nämlich, wenn wir das Auto starten und diese ganzen Steuergeräte den Strom brauchen, können wir ja nicht direkt schon von der Hochvoltbatterie die Spannung runterregeln. Und deswegen haben wir quasi als Puffer haben wir eine Batterie dabei. Und dazwischen ist ein Spannungswandler. Genau, der dann diese von den rundweg 400 Volt das auf 12 runterstuft und somit unsere Bordnetzbatterie lädt. Ah, okay. Ja. Ja, wieder was gelernt. Dann würde ich auch mal sagen, wir haben ja hier tatsächlich nicht viel zu sehen, was das Thema Hybrid angeht. Nee. Wir fahren das Auto mal hoch. Ja. Und dann will ich jetzt erstmal wissen, wo der Auspuff ist. Okay. Ja, Auto ist oben. Lena hat schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hast du die Unterbodenverkleidung oder wie nennt man das? Unterbodenpappe schon mal abgemacht? Ja, die Unterbodenverkleidung. Die habe ich auch gemacht. Aber sonst wahrscheinlich auch alles komplett verkleidet, sodass wir da wahrscheinlich auch sehr wenig sehen können. Ne? Ja, natürlich. Das ist immer alles schön versteckt, dass da auch quasi als Schutzmaßnahme doch so kein Dreck drankommt und alles sowas. Aber damit wir ein bisschen was sehen können, habe ich halt mal interessante Stellen freigelegt. Ja.
Und dann fangen wir mal vorne an, würde ich sagen. Darf ich schon was sagen? Ja. Ich glaube, ich habe nämlich was gelernt. Was denn? Hier ist das Ding, was das Fahrgeräusch macht, oder? Ja. Ah, hier. Aber wie viele haben wir von denen? Zwei. Ja, gut. Hinten ist auch noch einer, den können wir uns später mal angucken. Ja. Aber er kannst du noch mal erklären für die, die es noch nicht kennen, was das ja, Ding genau. macht. Ja, genau. Julian, du kannst am besten einmal von hier so reingucken, da sieht man quasi diese Lautsprecherbox. Von da siehst du das? Ja. Das ist quasi da, das ist ein Fußgängerschutz, das ist ein Soundgenerator, mhm. der quasi ein künstliches Fahrgeräusch erzeugt. Weil wenn wir mit unserem Hybridmotor, also mit unserem Elektromotor fahren, ist er ja sehr leise. Ja. Und das sind, ich sag mal, heutzutage ist nicht jeder gewöhnt, dass ein Elektroauto fährt. Und deswegen sind die normalen diesen Verbrennerlärm, wenn der Motor läuft, gewöhnt. Das heißt, man geht nach Gehör über die Straße. Genau. Ja. Aber jetzt, wenn zum Beispiel so ein Elektroauto rückwärts fährt oder vorwärts fährt, das ist schon ziemlich leise und deswegen erzeugt er ein künstliches Geräusch bis zu 30 km/h, weil sonst ab 30 km/h sind Abrollgeräusche von Reifen und sowas laut genug, ja. Dass quasi dann die Fußgänger warnt oder zumindest ein Ton hörbar ist, dass das Auto in Bewegung ist. Okay, also bei uns nennt sich das, glaube ich, im Verkauf nennt sich das akustischer Umfeld oder nennt sich generell akustischer Umfeldschutz, soweit ich weiß. Mhm. Und was man davon wahrnehmen kann, ist eigentlich nur so ein Summen, ne? Also so ja, ein, das ist jetzt oder so ein ganz leichtes Geräusch, was man wahrnimmt, oder? Ja, das ist jetzt kein V8-Sound oder so. Das ist halt, wie gesagt, so ein Summen, das stimmt schon. Dass man weiß, da kommt irgendwas, aber man weiß nicht was. Ja, genau. Ja, okay. Also ist ganz, ganz cool eigentlich, so was Neues. Und das ist also nur für vorne und hinten ist dann das was piept, oder? Ja, ja. Ja, gut, gucken wir uns genau an. Ja. Und sonst, wenn wir hier mal gucken, Julian, komm mal einmal rum hier. Da vorne ist wieder so ein dickes Ding mit so einem gelben Aufkleber, siehst du das? Wenn du von weiter unten guckst. Das ist der. Siehst du das da? Ja. Das ist unser Klimakompressor. Klimakompressor, der wieder elektrisch ist. Weil wir wieder, wenn wir im E-Motor fahren, haben wir ja keinen Riementrieb, also die Kurbel dreht sich nicht. Und deswegen können wir auch den Klimakompressor, der auch noch nicht für die Klimatisierung vom Innenraum zuständig ist, sondern auch für die Klimatisierung von der Hofer-Batterie, ja. Können wir den natürlich dann elektrisch ansteuern und noch unabhängig von dem Riementrieb oder von der Motorlast können wir ihn ansteuern. Okay, das heißt also auch, was ja auch mal auf die Frage ist, die Batterie wird tatsächlich mit vorgewärmt, wenn wir jetzt die Vorklimatisierung starten würden oder würde die dann auf eine gewisse Temperatur gebracht werden, damit das Fahrzeug erstmal auf Temperatur ist und vielleicht auch, wenn es warm ist, dass sie dann auch wieder gekühlt wird? Oder ja, das wie ist das so, zu verstehen? Wenn wir die Vorklimasiedlung starten, haben wir halt einen PTC, jetzt, der sitzt weiter hinten, den gucken wir uns gleich mal an. Aber wir haben auch den elektrischen Klimakompressor, ja. der an dem Wärmetauscher mit angeschlossen ist, der an den Kühlkreislauf von der Hofer-Batterie klemmt. Und wenn wir quasi die Vorklimatisierung starten, würde der, wenn es zu kalt ist, würde der PTC-Heizer würde das Kühlwasser erwärmen. Ja. Und wenn es zu heiß wäre, würde der Klimakompressor laufen und über Kältemittel, was ja quasi auch die Luft im Fahrzeuginnenraum abkühlt, würde sozusagen das Kühlwasser abkühlen. Und somit ist die Batterie quasi voll klimatisiert wieder im Raum, sag ich mal. Damit die halt in ihrem optimalen Betriebszustand laufen kann. Ja. Jetzt hatte ich aber letzte Woche noch eine Frage gesehen, ich weiß gar nicht, in welchem Video das war, hat jemand gefragt, was denn passiert, wenn zum Beispiel Batterie leer ist. So, also dann glaubt man ja, okay, das ist eine elektrische Klimaanlage. Mhm. Wie soll das funktionieren? Also wenn die Batterie leer ist, über den Riementrieb laufen oder wie ist das dann zu geschehen? Nee, Riementrieb ist hier nicht möglich, weil wir keine Riemenscheibe mehr haben. Okay. Also das fällt leider weg, aber man nutzt ja nie 100% aus der Hochvoltbatterie. Ja. Man macht die nie auf 0% leer, sage ich mal. Man kann halt irgendwann nicht mehr fahren, das stimmt, aber die Batterie ist nie vollständig leer. Mhm. Und wenn wir halt die Batterie ein bisschen nachladen, das wird halt auch über unseren E-Motor geschehen. Ja. Den kann man ja einmal als E-Motor, der hier halt bis zu 100 kW leisten kann, nutzen oder halt auch als Generator. Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel denn wenn es jetzt sehr kalte Temperaturen draußen sind, dann ist es ja teilweise so, dass der Motor erstmal läuft, um das Ganze vorzuheizen. Und wenn der Motor läuft, dann lädt er die Batterie auf, um dann die Heizung zu nutzen. Oder wie muss ich das verstehen? Ja, genau. So, dass wir quasi diese Hofer-Komponenten halt laden wir über den Generator, in dem Sinne dann, indem wir das Generator nutzen. Ja. Und diese Energie wird wieder genutzt, um die Verbraucher damit zu Strom. Sehr gut. Ja. Sonst, hier sitzt unser Motor.
unser Verbrennungsmotor. Also bis hierhin quasi, wenn man sich das hier einmal so vorstellt. Also das ist, wie gesagt, ist nicht so viel. Aber wenn wir ein Stückchen zurückgehen, sehen wir halt schon unser Getriebe. Und das Getriebe, da ist auch der E-Motor mit drin. Mhm. Quasi wie bei dem A250e. Haben wir hier den Elektromotor. Guck mal, Julian, das ist wieder so ein oranges Schild. Also da muss ich gleich wieder anfassen. Ja, nicht so ganz. Aber auch mal klar, als kleiner Fact, jedes Hochvoltbauteil ist gekennzeichnet mit so einem Hochvoltaufkleber, so einen, wie wir jetzt da gerade gesehen haben. Da sitzt unser E-Motor. Der ist quasi fest mit dem Getriebe verbunden. Ja. Und können wir halt über eine Trennkupplung, können wir den Kraftfluss zwischen E-Motor und Verbrennungsmotor halt herstellen oder trennen. Deswegen geht es auch so schnell, wenn ich jetzt Vollgas gebe, dass er dann zack, zumacht, genau. Und dann bei den Motoren. Genau. Ah, okay. Und deswegen heißt es auch P2 Parallelhybrid. P2, weil wir den Verbrennungsmotor und den E-Motor trennen können. Mhm. Und Parallelhybrid, weil wir beide Motoren auf die Räder antreiben können. Ah, okay. P1 Parallelhybrid wäre quasi, wenn der Verbrennungsmotor und der E-Motor fest verbunden wären. Aber das ist dann ja immer laufen würden. Genau. Okay. Ja. Also das ist also der komplette. Nee. Hier ist Verbrennermotor, ja. Hier ist Elektromotor. Elektromotor, genau, Getriebe, alles klar. Aber das ist, halt das ist das kleine Stück. Also ihr seht wirklich hier, wenn man das von unten mal guckt, hier dieses kleine Stück ist tatsächlich nur Elektromotor und der bringt wie viel Leistung? 100 kW. 100 kW. Wenn man Wahnsinn. Das in PS umrechnen würde, wären es dann 136. Wahnsinn. Und dann überleg mal das hier, das ist ja quasi dreimal so groß oder viermal so groß, nee, noch viel größer. Ja gut, aber um so ein Auto zu bewegen, muss man halt auch ein bisschen Kraft haben, weil wir rund 400 Kilo schwerer als ein normaler GLE, sage ich mal, weil wir halt, wie gesagt, die Hochvoltbatterie mit dabei haben, was halt den größten Teil macht. Ja. Und der ganze E-Motor und Klimakompressor und Heizer und die ganzen Bauteile, die wiegen halt schon was. Deswegen sind wir halt schon bei 2650 Kilo so in den Dreh. Dann braucht man ein bisschen Leistung, das stimmt. Ja. Das stimmt, ja. Aber das ist immer Wahnsinn, dass so ein kleiner Motor dann, also der kleine Elektromotor dann dieses ganze Auto antreiben kann, theoretisch. Ja, ne? Das ist doch schon, also wirklich bemerkenswert eigentlich. Ja. Gut, wenn wir hier jetzt mal nochmal gucken, sehen wir wieder ein oranges Kabel da. Na, Joschka, nicht anfassen. Das ist das Kabel jetzt von dem Klimakompressor, das kann man nur vorne nicht so gut sehen. Ah, okay. Das führt dann von der Batterie dahin? Ja, genau. Also es geht dann einmal komplett durchs Fahrzeug durch. Ja, es kommt von der Leistungselektronik. Die sitzt weiter hinten. Mhm. Und das erkläre ich gleich mal, wofür die da ist. Okay. Und dann, Joschka, wollen wir mal zu deiner Auspuffanlage kommen, ne? Genau, wir sind schon in der Mitte angekommen und hier ist auch noch kein Auspuff. Nee. Die gehen wirklich bis hinten durch. Das ist jetzt normal, sage ich mal. Also, hat sich tatsächlich wenn man jetzt an den 300D denken würde, den normalen 14er Diesel, hat sich nicht viel getan. Aber auch hier leider, wenn man mal ein Stück weiter nach hinten geht, ich mach mal die Spinne, dass die hier gerade runterkommt. man sieht es jetzt ganz gut. Hier ist die Auspuffblende. Klar ist das schön und sieht auch gut aus, aber der Auspuff sitzt dann direkt dahinter da drunter. Und oft nur auf einer Seite. Ne? Ja. Aber gut, so ist es nun mal leider. Da kann man sich drüber streiten. Sieht ja schön aus. Genau, es sieht schön aus von hinten. Wir finden es alle nicht cool, aber es ist halt so. Ja. Wenn wir wieder ein Stück wieder nach vorne gehen, haben wir hier halt die Leistungselektronik sitzen. Das ist das ganze Bauteil Leistungselektronik. Mit den ganzen orangen Kabel, die wir alle nicht anfassen darf. Hände in der Tasche, dann. Obwohl, Hände in der Tasche darf man in der Werkstatt nicht machen, ne? Nee, das stimmt. Hier ist das quasi. Das ist quasi die Leistungselektronik wieder mit unserem Schild da, als Hochvoltbauteil. Und das Bauteil, sag ich mal im Groben, steuert quasi den Stromfluss zum E-Motor, wie stark der angestoben wird. Und demnach hat er auch Anschlüsse zur Hochvoltbatterie und auch Anschluss wieder vom Klimakompressor. Und dieses Bauteil steuert quasi alle Bauteile vom Hochvoltsystem. Ah, okay. Ja. Aber du sagst die ganze Zeit ja immer, man darf das nicht anfassen. Ja. Wie macht ihr das denn, wenn ihr daran schrauben müsstet? Das gibt es einen Notaus oder?
Ja, also wir in der Werkstatt werden immer speziell geschult. Mhm. Und man darf in der Werkstatt nicht einfach so an einem Hochvoltfahrzeug arbeiten. Ah, okay. Man muss erst eine Sensibilisierung machen und dann gibt es weitere führende Lehrgänge. Und da wird man halt darauf geschult, wie man damit umzugehen hat. Weil okay. wir sind hier bei 400 Volt rundweg und da besteht schon Lebensgefahr. Alles klar. Ja. Aber so als Frage, warum brauchen wir eigentlich Hochspannung? Keine Ahnung. Nein, weiß ich wirklich nicht. Also, wir sehen ja schon, dass wir hier dicke Kabel haben, ne? Die sind schon ziemlich dick. Mhm. Der Elektromotor kann ja 100 kW leisten. Mhm. Und wenn wir jetzt das mit einer 12-Volt-Batterie machen würden, dann wäre der Strom irgendwie bei, ich habe mal kurz ausgerechnet, was mit 8000 Ampere oder so. Und 8000 Ampere über eine Leitung zu schicken, das wäre quasi Auspuffgröße. Ja. Und noch mehr Gewicht. Verleg mal solche Kabel durchs Auto, weißt du? Und deswegen setzen wir die Spannung hoch, damit wir nicht so einen großen Strom fließen lassen müssen. Und deswegen können wir halt auch einen kleineren Querschnitt, das ist halt günstiger und auch beweglicher, als wenn wir solche dicken Kabel durchs Auto. Also höhere Spannung, weniger Stromstärke. Genau. So wie wir es eigentlich auch gelernt haben. Ja, genau. Irgendwann mal in Physik. Genau. Ja, und dann füllen wir mal hier die beiden Kabel, wollen wir mal denen so hinterhergehen. Obwohl, warte mal, wir können eigentlich noch hier bleiben. Also das hier ist der Tank. Ist das der Tank? Das ist der Tank, genau. Hier ist auch einer? Ja. Oder ist das der gleiche? Das ist der gleiche. Okay. Hier oben ist noch so eine Wölbung quasi. Was ganz cool ist, der ist genau gleich groß, mhm. 65 Liter, genauso wie beim 350D. Mhm. Also wir haben von dem Tank her keine Einbußen. Okay, nur dass man beim 350D, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, man kann auch optional einen größeren Tank bestellen. Aber das kann sein, aber ich rede von der Serie aus. Ich rede jetzt mal von der Basisversion, ja. Da haben wir den gleichen Tank, die gleiche ja. Tankgröße, was ja schon mal gut ist. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, können wir das bei A-Klasse nicht, ne? Ja genau, da haben wir leider einen kleineren Tank, ja. Aber von dem Aspekt her ist das ziemlich cool. Okay, wenn wir jetzt die beiden Hochvoltleitungen, die hier halt lang gehen, mal weiter verfolgen, so ungefähr, man kann es nicht ganz genau sehen, weil es ziemlich verbaut ist. Mhm. Dann würden die irgendwo hier enden. Und das ist, was ich ja vorhin schon gezeigt habe im Kofferraum, ist da der Platz, wo die Hochvoltbatterie sitzt. Man sieht nicht viel, man sieht nur hier, wo die Kabel dann da oben sind. Hier gehen die Kabel hoch, die gehen dann direkt nach oben im Kofferraum. Ja, genau. Hier kann man das sehen. Ja. Da. Und das sind dann die Kabel für den Lader oder sind das jetzt die Kabel? Nee, das sind mehrere Kabel. Nee, das sind jetzt die Kabel für die Hochvoltbatterie. Ah, okay. Also das ist quasi, der Strom von der Hochvoltbatterie kommt über die Kabel hier. Leistungselektronik. Okay, ach ja, und die Lader sitzen ja oben in dem Kofferraum, die gehen dann von da aus. Ja, genau, die Lader, die gehen ja an der Hochvoltbatterie selber auf, weil die laden ja die Hochvoltbatterie. Die haben ja nichts okay. mit der Leistungselektronik zu tun. Und aber wo sitzt jetzt die Batterie? Hier über uns quasi. Im zweiten Kofferraum. Aber das hier nicht, das ist. Nee. Was ist das? Das ist, glaube ich, AdBlue. Ah, stimmt, brauchen wir auch noch. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Ja, sieht auf jeden Fall aus wie ein Tank. Ja. Und hier sitzt ja auch. Ja. Ja. Und was noch so auffällt, ist vielleicht hier, wir haben wieder so Kühlmittelleitungen. Diese hier. Die halt wieder da sind, um die Hochvoltbatterie zu kühlen, zu klimatisieren. Und Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Ich habe dir eben was gesehen. Ja. Ich hoffe, du kannst mir sagen, was das ist. Und hier ist auch noch so ein Stromding. Ja, genau. Das ist ein Druckspeicher für unser Air-Matrix-System. Ah, okay. Musst du auch noch Kompressor für da sein, oder? Ja, genau. Und der sitzt dann irgendwo da drüber. Ja, ist jetzt schwierig zu sehen, aber. Ah, okay. Aber das ist ein Druckspeicher. Mhm. Wieder für unsere Luftfederung. Also hat man auch nur dann, wenn man eine Air-Matrix verbaut hat. Ja. Okay. Mhm. Und genau, hast du gut aufgepasst, das ist noch unser PTC-Heizer. Also PTC, hat auch einer in den Kommentaren geschrieben, PDC, aber ist nicht richtig. Also PTC. Mhm. Das ist quasi wieder unser Heizer. Mhm. Ist quasi wie so eine Spindel, die das Kühlmittel heiß macht. Und somit halt vorwärmt und für die Klimatisierung dann zuständig ist. Ah, okay. Ja. Ja, cool. Also hier sind auch dann die, das sind auch das sind alles Kühlmittelschläuche, ne? Kühlmittelschläuche, ja. Alles klar. Ja, sauber. Dann haben wir ja schon mal wieder einiges erfahren. Aber du musst mir noch eins zeigen, wo du vorhin schon gesprochen hast. Der Lautsprecher. Der Soundgenerator. Genau, oder Soundgenerator. Ja. Der sitzt genau hier hinten. Wir können mal gucken hier. Da ist der zweite. Und hier wieder mit dem. Sieht ja sogar aus wie ein Lautsprecher. Ja, genau. Genau an der Anlage. Julians Bohrmesser-Anlage. Ja, da sitzt der zweite.
Und die sind halt, ja, wie gesagt, dazu da, um halt so ein Geräusch zu machen. Ja. Damit da keiner irgendwie gegenläuft. Ja. Ja. Aber sonst, wie gesagt, von der Technik her ist das ähnlich wie bei uns A250E. Ja. Sind anders angeordnet. Wir haben einen größeren Motor. Der A-Klasse war ja ein bisschen kleiner, genau. Der E-Motor. Aber haben auch ein größeres Auto, ne? Ja gut, der muss ja, das stimmt, das muss ja auch natürlich eigentlich einfach fast das Doppelte leisten. Wolli, okay. Was haben wir gesagt, der wiegt jetzt 2000? 650 Kilo so. Okay, ungefähr. Die A-Klasse liegt bei auch knapp bei fast 2 Tonnen, oder? Ja, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber auch relativ schwer. Ja. Was aber hier noch dazu kommt, wir haben einen größeren CW-Wert. Allrad, ja. Genau. Und das ist halt alles nicht so fördernd für einen geringen Stromverbrauch. Ja. Und dennoch haben wir eine Reichweite von nach WLTP, glaube ich, 100 Kilometer, ne? Ja. Das war auch ein bisschen mehr. Und, muss man dazu sagen, wir haben es nämlich tatsächlich mal getestet, Julian und ich. Wir haben einen Reichweitentest gemacht. Da waren wir natürlich so guten Bedingungen, also es war warm draußen. Wir haben die Klimaanlage und die Heizung nicht benutzt. Und da haben wir, ich glaube sogar, haben wir 100 Kilometer geschafft. Über 100 Kilometer haben wir sogar geschafft. Also schaut da gerne mal rein. Das ist nicht unmöglich, diese Reichweite zu beschaffen, wenn man tatsächlich so ein bisschen daran hält, wie einem das Auto sagt, wie sparsam man fahren sollte. Wahrscheinlich auch mit Rekuperieren und alles sowas. Genau, also wir haben tatsächlich, ich bin natürlich sehr verhalten gefahren, aber wir wollen ja damit eigentlich nur zeigen, dass es wirklich, dass man die Reichweite schaffen kann. Ja. Und wir wären vielleicht sogar noch weitergekommen, wenn ich noch sparsam gefahren wäre. Ja. Aber denkt man erst gar nicht bei so einem großen Auto. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist ja wirklich, wenn man den vor sich stehen hat, ist das ja, Wahnsinn eigentlich. Wie groß war die Batterie? Das muss 31,2 Kilowatt. 31,2. Ja. Genau, das war nämlich so, das hat Leo mir vorhin nämlich gesagt, die, in der A-Klasse hat man eine Batteriekapazität von 15,6 und von diesen Batterien sind zwei Stück im GLE drin, ne? Ja, das ist eine Batterie, aber im Sinn her sind das zwei, ja. Aber okay. Die sind halt quasi in Reihe geschaltet, weil wenn man Batterien in Reihe schaltet, dann kriegen wir halt eine höhere Spannung. Okay. Und, oder auch in parallel würde man die Kapazität erhöhen. Und wie gesagt, das ist, im Prinzip sind es zwei A-Klassen Batterien. Ja. Aber halt als eine große zusammengefügt. Alles klar. Und jetzt hatte ich noch eine Frage wahrgenommen, die fällt mir jetzt gerade noch ein. Wenn so eine Batterie kaputt ist, also über Preise brauche ich nichts fragen, das weiß ich selber auch nicht. Hm. Aber muss dann die ganze Batterie getauscht werden oder gibt es mittlerweile schon Systeme oder schon Möglichkeiten, wo du sagst, okay, wir sind schon in der Lage, nicht die ganze Batterie zu tauschen, sondern irgendwelche Zellen zu tauschen? Soweit ich weiß, hier in der Werkstatt ist es noch nicht möglich. Mhm. Wir können die Batterie als Ganzes tauschen. Ja. Aber wenn wir die quasi wegschicken, dann wird die aufbereitet, werden einzelne Zellen getauscht oder einzelne Module, die halt einmal am schwächsten sind, weil das Batteriesystem muss man als kompaktes System begutachten, betrachten. Danke, Jürgen. So Soufflé, wie heißt das noch? Ja, genau. Soufflé. Auf jeden Fall können wir die in der Werkstatt nicht jetzt aufmachen und irgendwie jetzt einzelne Zellen tauschen. Aber theoretisch, wenn die Batterie rausgenommen wird und die dann weggeschickt habt, dann können dort einzelne Zellen getauscht werden und die Batterie kann wieder ganz einfach aufbereitet werden, sodass sie dann wieder als wiederverwertbar ist. Ja. Okay. Ja. Super. Weil das meistens halt nur einzelne Zellen sind, die vielleicht ein bisschen schwach sind und die dann ausgetauscht werden. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, ich danke dir, Leon. Kein Problem. Das hat mir tatsächlich wieder sehr gefallen. Und auch ganz wichtig, schreibt es mal gerne in die Kommentare, welches Auto wir als nächstes machen sollen, beziehungsweise ob wir das weitermachen sollen. Und wenn euch Leon gefallen hat, beziehungsweise das Video gefallen hat, dann lasst gerne, also nee, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Mal wieder dabei sind und wenn wir das vielleicht auch nochmal machen können, denn Leon hat Bock, ich habe Bock drauf und ja, wäre schön. Wir kriegen das schon hin. Genau. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Schauen unserer Videos und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und denkt dran zu kommentieren, was ihr sehen wollt und ob ihr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch nochmals viel Spaß beim Schauen. Euer Joschka und, euer Leon und euer Joschka vom Auto aus Anders und Fechter. Ciao. She just won't please me, she look in my eyes, told me why are you bleeding? And I don't even know how to answer. I take these drugs to my bladder.